So, Monsens, meine lieben Freunde, das so war wieder falsch. Meine Fresse. Auf jeden Fall herzlich willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun. Golden Sun. So, in der Festung hier gibt es noch einen Merkur-Gin. So, eine Bitte. Eine Bitte? Ich weiß nicht, wer ihr hier reingekommen seid, aber geht bitte auf die gleiche Weise wieder zurück. Wie, Donpa? Habt ihr nicht gerade eben gesagt, ihr würdet dann ein paar einsperren? Dann müssen wir uns ja nicht wieder hinausschleichen. Einige von Donnerpaars Gefolgen sind ihm noch immer treu ergeben. Es beschämt mich, das zu sagen, aber sie würden mir nicht gehorchen. Wenn diese neue Diebesbande Hamids in der Festung sieht, würden sie ihn angreifen. Und sie wird kommen, um seine Zelle zu kontrollieren, nicht wahr? Ich verstehe, dann würden sie auch dann ein paar wieder befreien. Und dann würde er sofort nach Kalei aufbrechen, um Rache zu nehmen. Ich verstehe, ja, ihr habt recht. Es wäre schrecklich, wenn Kalei angegriffen würde. Dann müsst ihr gehen, solange ihr noch könnt. Ihr meint auf der Stelle? Ich hörte von euren Eindringen, daher habe ich innerhalb der Festung einige Gerüchte verbreitet. Gerüchte? Ich sagte, Räuber hätten sich eingeschlichen, um Hammer zu entführen, aber sie hätten versagt und wären wieder davongelaufen. Warum in aller Welt habt ihr das getan? Jetzt werden sie überhaupt niemanden mehr hier runterlassen. Außerdem sind viele Leute von Dompers Leuten, was auch immer, und nach dem Eindringlingen zu suchen. Hast du ausgeflogen? Donpa, ihr seid ganz schön ausgefuchst. Ich dachte mir, ich könnte versuchen, euch zu helfen. Oh, Dialoge, ich hasse sie. Oder, nee, Polymoge. Bäh, ekelhaft. Donpas Leute sind froh, dass es dann so scharf die Flotte ergriffen wurde. Ja. Los geht's. Los geht's. Ach, schizophrenistischer Anfall. Oh, ich saug Hamid auch noch in mich auf. Ja, das ist auch bloß ein Produkt meiner Fantasie. Wenn ihr Donpa jemals wiedersehen wollt, wird er ein anderer Mensch sein. Ja, aber es ist gerade Bier. Ich werde nie wieder böse sein. Lasst mich endlich raus. Okay, ja, wir nicken uns zu. Dum dum. Dum dum. Ich muss nicht nochmal rauslaufen, oder? Nee. Ah, ich kann laufen, okay. Jetzt auf, raus hier aus Lunpa. Wartet mal. Enthüllung. Haha, wie ihr es mir gedacht hatte. So, wir frosten. Das war schon irgendwie so logisch. Klatsch. Hahaha, ich bin so gut. Lalalalalalala. So, was haben wir hier? Nochmal Enthüllung. Oh, da haben wir noch ein Synergiekristall. Geh da mal rein. Sehr schön. Sehr schön. Eine Rauchbombe. Lebenswasser. Und Gegengift. Ja, und übelste Abspastmusik. Was macht hier eigentlich die harte Nuss? Verstärkt Verteidigung. Verteidigung 132, 124, 125. Ja, du. Lebenswasser geben. Ihmchen. Fläschchen. Ja, nicht benutzen, sondern geben. Ihr. Satanball brauchen wir. Glücksmet geben können wir das eigentlich. Ivan, und zwar alle drei. Also irgendwas, was wir nicht brauchen. Nö. Gareth, du hast aber noch einige Sachen. Zellenschlüssel. Psy-Kristall. Geben. Ja, Ihmchen. Elixier geben. Ihr hier. Gegengift. Geben. Ah, er hat die. Nein, diese scheiß Bombe braucht kein Schwein. Lalalala. Ja, unfassbar toll. Wo komme ich hier runter? Spaß, hier geht's lang.
So. Auf hier lang. Oh, warte, da könnte ich eigentlich noch kurz... Ne, ich hole mich jetzt nicht, kein Bock. La 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 la. So, jetzt gehen wir hier raus. Das hat man doch gesehen. Ich glaube, ich habe gerade jemanden gesehen. Ja, ich habe es auch. Ich habe auch etwas gesehen. Glaubt ihr, Donpas Leute haben uns gefunden? Ne. Wie, ihr glaubt, da ist noch jemand da draußen? Einen Moment. Bist du das, Bunza? Huch, diese Stimme. Das ist Hamlet. Ja, Tag. Halt. Also hatte dann ein paar nie geabsichtigt, Hamlet fallen zu lassen. So ist es. Darum haben Ivan und seine Freunde sich ihn gerettet. Was? WTF? Nachdem sich Isaac entschieden hatte, haben wir alle beschlossen, Hamlet zu retten. Hey Ivan, willst du damit sagen, das war alles die Idee von Isaac? Nein, ich meine, auch du und mir haben uns geholfen. Danke Isaac, Gareth und mir. Ivan, dir danke ich nicht. Und natürlich auch danke an dich, Ivan. Hey. Diese Höhle zu finden war gute Arbeit, Bunza. Ja, äußerst beeindruckend, Bunza. Das war reiner Zufall. Ich wollte wirklich nicht nach Lohnpa kommen. Nein, natürlich nicht. Weil wir wussten, dass die Diebe Hamlet in Gefangenschaft hielten. Warum seid ihr hier... Warum sind die dann hierher gekommen? Ich habe mich daran erinnert, dass Hamlet über ein erfolgreiches Dasein als Kaufmann erzählt hat. Wirklich? Hat er gesagt, du solltest nur ein paar Handel treiben? Nein, ich meinte mehr seine allgemeine Weisheit. Händler dürfen Kunden nicht nach ihrem Aussehen beurteilen. Halte dich von einem Ort fehl, nur weil es unangenehm passieren könnte. Solange Kunden mit deiner Ware rechnen, musst du alles in deiner Macht Stehende tun, um sie zu verkaufen. Du kamst also, um die Bewohner der Stadt mit deinen Waren zu versorgen, obwohl Donnerpaar das Schicksal hat dir diese Gelegenheit zugespielt. Aber warum dachtest du, dass man einen Händler aus Clay in Lumpa einlassen würde? Das dachte ich nicht, und in der Tat hat man mich nicht eingelassen. Und obwohl du das wusstest, bist du gekommen? Aber weißt du was? Es gab eine Menge Unruhe, nicht wahr? Ja, okay, so. Hab gerade bloß nochmal Uhrenvergleich gemacht. Nicht, dass ich gleich merke, oh, ja, ich habe doch nicht mehr so viel Zeit. Er muss die Aktivität meinen, die dann ein paar Gerüchte ausgelöst haben. Ein Teil passierte plötzlich zum, was auch immer zu tun haben. Ich muss daraus irgendwas vorsichtigen. Also hast du diese Höhle gefunden? Ich hätte, du konntest dieses Tor von deinem eigenen Seite nicht öffnen. Aber dann hat es sich plötzlich bewegt, also habe ich mich hier in einem Felsen versteckt. Ja, nicht bunt, aber... Lies selber. Ich bin froh, dass ihr Hamlet gesund und munter rausgebracht hat. Ja, Glückwunsch. Tschüss. Verpiss dich, lass mich in Ruhe jetzt. Warum sagst du sowas, Bunza? Dampfers Leute haben sich das ganze Gebiet durchkämmt. Selbst wenn sie nicht hinter Hamlet her sind, wenn sie ihn finden, vielleicht fangen sie Hamlet nochmals ein. Lass uns von hier verschwinden. Aber wir dürfen uns nicht von Donnerpaars Leuten erwischen lassen. Was sollen wir tun, Isaac? Sollen wir bleiben und kämpfen? Ja. Hamlet aus der Hammer war gefälscht genug. Was sollen wir dann tun, Bunza? Ich habe einen Weg in der Nähe. Einen Wagen? Genau, lass uns alle meinen Wagen zurück nach Calais kehren. Irgendwas. Kein Grund zur Sorge, ich bin nicht länger, als dass der Aufruhr uns hält, was auch immer. Stimmt, dein Wagen kennen sie bereits. Genau, Gareth. Also werden sie mich nicht verdächtigen, auf der Suche zu tun zu haben. Dann lass uns auf den Weg nach Calais fahren. Sollen wir auch auf dem Weg auf den Wagen fahren? Nein, müssen wir nicht. Wie, du willst nicht nach... Nein! Halt,
Bitte, was hast du deine Meinung geändert? Willst du mich auf den Wagen warten? Nein. Jetzt bin ich völlig verwirrt. Hast du deine Meinung doch schon wieder geändert? Hör auf, unsere Zeit zu verschwenden. Fahren wir jetzt auf den Wagen? Nein. Wie du willst. Ja. Ja. Wenn du raus bleibst, bleib ich bei dir. Hey, ich kann auch. Ich werde auch bleiben. Hamid, ich werde zusammen mit Isaac gehen. Ja, du sollst deine Freunde auf deiner Mission auf dieser Mission begleiten. Ich bin enttäuscht, gleich wenn ich zusammen nach Hause reifen kann. Aber ich habe Verständnis. Sei vorsichtig, Ivan. So, die Typen lassen uns jetzt erstmal in Ruhe. Sie sind weg. Ich hoffe, Hamid und Bonser kommen sicher nach Kalei. Sie werden es schon schaffen, da bin ich mir ganz sicher. Auf jetzt, schizophrenistischer Anfall an mich rein. Nun, dann mal los, also lass uns gehen. Jau, wir haben nämlich noch einiges hier in Lumpa zu erledigen. Eigentlich bloß noch eins, und zwar in der Festung. Müssen wir nämlich bloß noch uns eine Merkogin holen. Lala, 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 lala. Oh, meine Fresse, kleines Kind. Geh mir aus dem Weg. So. So, jetzt aber hier. F2. Es gibt noch etwas in der Festung von Nummer G, also wieder zurück und getanerweise wie unten, klar. Okay, dann hier rum. Hä? Ah ja, hier war das. Dort gehst du durch das Zellengitter, welches wieder aufgeschlossen wird, und dann die rechte Treppe nach oben. Besiege den Räuber und geh weiter nach Norden, wo du vorhin hinkamst, als du den Schlüssel gefangen hast. Speichere hier einmal nochmal, denn die nächste Stelle ist sehr knifflig. Sobald du in den Raum gehst, musst du sofort wieder Tank ab einsetzen. Gut, jetzt sind wir hier. Hallöchen. Irgendwer hat schon wieder gesagt, dass du von Prompt da, da, da. Hallo, liebe Räuber. Oh, ich sehe ein bisschen mitgenommen aus. Klatsch. Pam. Schade, er ist nicht paralysiert. Au. Pam. Pam. Halt, habe ich nicht noch einen Gin? Nein. Penis. Pam. Pam. Au. Pam. Pam, 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 pam. So, wir sind aufgestiegen. Sehr schön. Achso, ja, ich kann auch einfach so machen. Vergesse ich nämlich andauernd. So, das wird jetzt sehr knifflig. Hä? Speichere hier, denn die nächste Stelle ist sehr knifflig. Sobald du den in den Raum gehst, musst du sofort wieder Tarnkabel einsetzen, da du sonst erwischt wirst. Dann laufe gleich nach oben und rechts in den nächsten Abschnitt. Ah, wahrscheinlich muss ich hier lang. So. In den nächsten Abschnitt. Da du sonst erwischt wirst, lauf dann gleich nach oben und rechts in den nächsten Abschnitt zu kommen. Bekämpfe dort den Räuber und geh in Donpas Kammer. Sprich mit ihm und er wird sie aus dem Zimmer lassen, wo du Merkogin Toniko findest. Bla 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 bla. Hallo. Schau drauf. Bam! Warum bin ich auf einmal so schwach? Au. Pam. Pam. Nochmal alle drauf, einfach drauf wetzen. Schmetterer. Pam! Gefrierbrand. Und das ist auch schon weg. Mia, bitte mal, wünsch dir was. Danke, mit Donnerpa. Ja. Danke, Donnerpa, eine Lektion erinnert, möchte ich euch eine Kleinigkeit geben. Gib diesen Leuten ein Zeichen meiner Dankbarkeit. So, jetzt kommen wir dahinter. Tief hinten drin ist eine interessante Kreatur, gegen die ich vor langer Zeit gekämpft habe. Ich überlasse euch, gebt gut Acht darauf. Okay. Hallo, Merkogin. So, der verbindet sich nämlich instant mit uns. Yeah. Toniko folgt Gareth. Möchte ich aber nicht. Toniko folgt jetzt mir. Und verbindet mir auch gleich. Halt, Status. Heilstatus, Veränderung von allen. Sehr schön. So.
Jetzt fehlt uns bloß noch ein Feuer-Gen und den kriegen wir jetzt gleich in der Wüste von Schulla. Naja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Adio.